MMO Pro ist euer Magazin rund um World of Warcraft und alle anderen MMOs. Tipps und Guides, Klassentipps, all das bekommt ihr jeden ersten Mittwoch im Monat an eurem Kiosk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WoW Anfängerguides. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, beziehungsweise ich habe euch eigentlich alle eingeladen, aber ihr wolltet alle nicht. Hallo Pleck! Hi. Wir wollen heute zu zweit traurigerweise eine Instanz bestreiten und euch dabei erklären, wie das so alles funktioniert, so mit Ausrüstung abstauben oder auch nicht, in Instanzen gehen oder auch nicht, oder ja, halt alles, was so dazugehört. Ich stehe jetzt hier im Sturmwind vor der Instanz Das Verlies, was die werden einige von euch schon kennen. Ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, wie so ein Instanzeingang aussehen kann, weil man kann die tatsächlich auch manuell besuchen. Aber das, was wir heute machen, ist etwas anders, nicht wahr? Richtig, wir benutzen den Dungeon Browser auch genannt. Genau, und den erreicht man ganz einfach hier unten in der Menüleiste. Das ist dieser Knopf, oder man drückt die Taste I, wahlweise. Dann geht dieser wunderbare Dungeon Browser auf, dann könnten wir uns theoretisch, also ich glaube, wir beide könnten uns alle Rollen aussuchen, oder? Ja. Das kann aber nicht jede Klasse. Also viele Klassen werden jetzt nur die Wahl zwischen DD und DD haben. Oh Gott, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Ich persönlich werde jetzt DD spielen. Was spielst du? Ich werde Tank spielen, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, genau. Weil die Anmeldezeiten, gerade wenn man keine volle Gruppe hat, sind manchmal nicht so schön. Mit Tank geht's immer schnell. Sucht euch einen. Oder mietet euch einen. Wahlweise. Geht auch. Immer alles cool. Oder am besten spielt ein. Das geht auch. Ich könnte jetzt theoretisch auch Tank oder Heiler machen, aber ich glaube, Tank mit Intelligenz macht wenig Sinn. So, und dann gibt es hier unten unter der Rollenwahl, wo wir uns jetzt hier was ausgesucht haben, noch den Typ. Ich stehe jetzt hier auf zufälliger Dungeon, aber Pleck hat mir schon gesagt, der hat drauf keinen Bock. Ihr könnt deswegen hier auch auf spezifische Dungeons klicken und euch einen aussuchen. Was auch immer. Ich wollte euch nur erzählen, warum zufälliger Dungeon trotzdem cool ist, auch wenn man darauf gerade keinen Bock hat, weil man kriegt in niedrigstufigen Instanzen so ein Ranzen voller hilfreicher Waren. Was hast du da so meistens drin? Meistens sind es halt keine Waffen, sondern mehr so Armschienen und Gürtel. Und meistens das, was man nicht braucht, richtig? Es geht, es geht. Also ich habe immer das Glück, wenn ich zum Beispiel Heiler oder einen Caster spiele, dass ich dann immer so Stärke und Beweglichkeit drin habe. So total unlustig Na, eigentlich. ich glaube auch, dass der Loot, der drin ist, nach dem Level skaliert. Also Ja, von aber nicht Level. nach deiner Rolle, ne? Nee, also Level von so nach so gibt es halt einen Umhang und 20 bis 30 gibt es dann halt Armschiene und so weiter und so fort. Glaube Ja, ich. genau. Ja, und zusätzlich seht ihr ja hier unter dem Ranzen wird dann noch angezeigt, was ihr zusätzlich noch zu dem bekommt, was ihr sowieso in der Instanz bekommt. Das sind bei mir gerade ein Gold und 30 Silber und 8300 Erfahrung. Aber das skaliert, glaube ich, auch nach Level. Oh, Verzeihung. So, da Pleck aber keine Lust auf Düsterbruch hat, suchen wir uns jetzt hier was anderes aus und pfeifen sozusagen auf unsere Belohnung. Auf was hast du denn Lust? Ich glaube, Maurerdon ist ganz okay. Ist ganz okay. Ich F stand früh. vorher in den Cholo-Mains und fand das irgendwie nicht mehr so cool. Das war früher ganz Das ist cool. noch nicht ganz mein Level, deswegen. Stimmt. Ist 38 bis 48. So. Naja, versuchen wir es mal mit Marauden. Beitritt als Gruppe. Ja. Sollte funktionieren. Dann könnt ihr hier oben, geht dieses wunderbare Auge an eurer Karte auf und normalerweise würde da jetzt stehen, wie lange ihr warten müsst. In unserem Fall hat der Heiler abgesagt, würde ich sagen. Ja. Betreten. Was Ich trinkt bin jetzt? sogar Gruppenlied, ist das nicht cool? Klasse. Und das als kleine Pew-Pew-Lasereule. Das kann halt auch aussuchen, ob man Gruppenlied sein möchte oder Ja, den. das stand ja vorhin an der Rollenwahl, aber also ich mache es meistens nicht, also weil ich wüsste nicht warum. So, jetzt sind wir hier mal drin. Wir haben hier so, man wird hier so mit verschiedenen Leuten von verschiedenen Servern gerne mal zusammengeschmissen.
Seid ihr da jetzt alle runtergehüpft? Ja, aber. Ja. Ich bin hier so selten drin. Also eigentlich nie. Nicht wundern, Plek heißt Jenny und ist eine Draenei-Kriegerin. Ja, macht ja nichts. Bist ja trotzdem Plek. Genau. Ich bin ja auch eigentlich Serena und nicht Serenia. Tut aber nichts. Ja, es hat ein bisschen mehr Ähnlichkeit, ne? So. Genau, dann gibt's hier manchmal in den Dungeons auch Quests. Die sind meistens ganz cool, weil die richtig viel Erfahrung geben. Was würdest du sagen grundsätzlich über Instanzen leveln? Cool oder uncool? Je nach Klasse, also Spaß macht's auf jeden Fall, nur irgendwann, wenn du es halt zu oft machst, hängen dir halt immer die Instanzen aus dem Hals, ne, und dann ist es nicht mehr ganz so cool, aber wenn man komplett neu ist und noch nicht alles kennt, auf jeden Fall eine klasse Sache. Dann was ist das Besondere an Instanzen, würdest du sagen? Die stärkeren Monster oder das Gruppenspiel oder? Ich würde sagen, das die Ausrüstung, die man bekommt, ne, also die ist schon verlockend. Geht wieder nur ums Equip hier. Scheiß doch drauf, wie es da drin aussieht. Ja, ich finde grundsätzlich eigentlich immer ganz cool, dass man eigentlich ziemlich sicher sein kann, dass man es alleine nicht schafft, ne? Außer wenn man jetzt hier ewig viele Level drüber ist, aber. Ja, na, das ist halt auch quasi der Sinn von dem MMO, ne? Zusammenspielen. Eben, also dass man wirklich so gezwungen ist, für mehr Erfahrung oder bessere Ausrüstung auch mit anderen zusammenzuspielen. Oder gezwungen ist ja eigentlich keiner, aber schlecht ist es nicht, sage ich mal. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, als alleine irgendwo im Wald rumzugucken. Definitiv. Obwohl ich auch ziemlich oft ziemlich gerne vor mich hin queste. Aber das ist je nach Tagesstimmung. So. Also ich weiß gar nicht, warum du mir Woden so cool findest. Ich finde es eigentlich arschlangweilig hier drin. Es ist so nass und... Ja, das ist auch so ein Abteil, den ich jetzt eigentlich nicht erhofft hatte. Ich hatte mehr auf diesen komischen Höhlen gehofft, weil Mavadon hat drei Abschnitte oder so. Drei oder vier Abschnitte und ja, das ist einer der nicht so schön hier. Ja. Ja. Aber besser als Düsterbruch. Das stimmt. Wie ihr seht übrigens, bekomme ich gerade pro getöteten Mob nicht nur ein bisschen Erfahrung, sondern auch Ruf, weil ich habe einen Wappenrock an für Gnome Regan. Sammelst du auch Ruf gerade? Ja, für Sturmwind. Ist auch cooler als Gnome Regan, aber... Ich mag Ponys. Du magst Ponys. Ne, ich hab mir diesen Jahrespass gemacht und reite irgendwie gerade auf diesem wunderbaren Streitross durch die Gegend. Seitdem ist mir das irgendwie egal. Aber ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Char gelevelt habe, das war auch eine Draenei, ich konnte diese Alex immer nicht ertragen. Und habe als allererstes, als ich 80 war damals, für Sturm und Ruf gefarmt, um Ponys zu reiten. Ja, siehst du, so geht's mir auch. Wobei ich die Eisenschmieden oder Ironforge wieder auch sehr hübsch finde. Ja, das stimmt. Ich habe nie den Brauchfest bekommen. Den Braufest wieder habe ich. Ich krieg den Kodo immer nicht. Aber, naja, anderes Thema, ne? Ja. Also was haben wir hier eigentlich so dabei? So ein Zwergschaman, der heilt dich, nehme ich mal an, hoffe ich. Ja, ganz gut eigentlich. Was haben wir noch? Ein Magier. Und ein Paladin. Na dann. Kann ja eigentlich nichts schief gehen, ne? Ja. Ich kann mal kurz erklären, was meine Aufgabe hier eigentlich ist als Tank, ja. Mit die wichtigste Rolle eigentlich. Genau, eigentlich sind alle Rollen wichtig, aber. Ne. Und zwar, ich renne halt mit einem Schild oder auch nicht in die Gegner rein. Ich habe halt die meiste Rüstung und meiste Verteidigungswertung als alle anderen Rollen. Ich habe fast gesagt Klassen. Und ich bin halt dafür verantwortlich, dass die Gegner quasi nur mich angreifen, damit ich halt die ganze Bedrohung bekomme oder Aggro auch genannt. Damit halt der Heiler im Prinzip nur einheilen muss, das bin dann ich, statt halt die ganze Gruppe, was ja dann mehr Arbeit wäre. Genau, und dementsprechend habe ich als der Damage-Dealer oder auch, wie steht es immer so schön in der Rolle, Schaden? Ja. Ich bin der Schaden. Ja, habe ich die Aufgabe natürlich, Schaden zu machen, das ist vom Namen her erstmal ganz klar, und dafür zu sorgen, dass die Gegner nicht mich angreifen wollen. Und wie mache ich das? Indem ich erstmal den Tank anfangen lasse, zum Beispiel. Das wäre nett, ja. Ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Also ich kenne ja auch so Magier, die gerne mal anfangen, bevor der Tank da ist. Oder auch Jäger. Oder ich werde von meinem Freund gerade ganz böse angeguckt. Das liegt aber daran, dass er gerade Magier spielt.
Ich habe nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, hast du oben die Bedrohungsleiste vom Blizzard? Hast du die eingeblendet? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich kann gleich nochmal gucken, wenn ich wieder was im Ziel habe. Ich wollte ja nur den mal looten. Wollen wir zum Looten mal was erzählen? Solange jetzt noch nichts... Ich würde da bis zum Boss warten, dann sieht man wenigstens diese... Ja, also nur, dass ihr euch erstmal nicht wundert, dass ihr nicht alles looten könnt, was umfällt. Genau. Weil natürlich alle in der Gruppe zum Looten berechtigt sind und im Moment geht's abwechselnd, wenn ich mich recht erinnere. Also der Reihe nach. Ja, beim grauen und weißen Loot. Ja, ich habe die Bedrohungsanzeige an, sehe ich gerade. Ich bin bei 41%, 36, naja. Also ich halte mich zurück. Ja, na also bei 100% würde dann der Gegner quasi den Spieler mit 100% angreifen. Genau. Das sollte am besten halt immer der Tank sein, weil der halt am meisten aushält. So. Ich fühle mich irgendwie übrigens ganz schön fett hier so, aber... liegt am Pelz. Ja, das ist Winterfell noch. Ja. Nee, wegen dem Loot, also grauen und weißen Loot, also die Schrift, die werden halt abwechselnd verteilt und... Das Gold wird aufgeteilt. Genau, das kriegt dann halt quasi jeder ein Fünftel, ne? Genau, in dem Fall. Ja. Wenn jetzt und zweit unterwegs, wird's halt durch zwei geteilt und so weiter. Aber bei grünem, blauen und lilafarbenen Loot sieht es halt ein bisschen anders aus wegen der Verteilung. Da geht's dann nach Klasse und Rolle und Würfelzahl. Genau, aber das zeigen wir euch, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Yes. Der erste Boss steht ja vor uns, danach haben wir es gleich. Haben wir schon erfolgreich bis dahin Unsinn geredet. Ich habe übrigens keine Ahnung, ich war mit der Eule noch nicht einmal in einer Instanz. Ich habe irgendwie es tatsächlich geschafft, 40 Level ohne Instanzbesuche hinter mich zu bringen. Also frag mich nicht. Oh, aber ich kann meistens zumindest DD spielen. Ja, es hat er mich ein bisschen betäubt, der Boss. Ach, weiter geht's. Uns alle. Ich habe gerade verzweifelt auf Sternregen geklickt die ganze Zeit. Oder gedrückt. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann gesagt, dass Klicken doof ist. Das darfst du nicht sagen. Ja, also normalerweise, damit es besser aussieht, soll man halt die Tasten drücken und nicht mit der Maus klicken. Ne? Aber jeder, wie er will. Eben. Jeder, wie er will. Es gibt ja auch Mischformen. Das mache ich zum Beispiel. Also meine Cooldowns, also meine Attacken-Verstärkungszauber, nenne ich es mal, die werden halt durch Klick aktiviert bei mir. So, da haben wir das Würfelfenster. Da ist jetzt ein Streitkolben mit, was hat der da? Grünes Trefferchance. Stellt 50 Mana wieder her. Oh, da werden sich jetzt aber alle hier drüber freuen. Naja, ist halt maximal für einen Heiler, würde ich sagen. Wa? Ja, also ich kann ihn auf jeden Fall nicht gebrauchen, sagen wir es mal so. Und da habt ihr jetzt hier auch verschiedene Möglichkeiten. Einmal auf diesen zwei Würfeln könnt ihr Bedarf drücken. Das heißt, ihr braucht diesen Streitkolben jetzt in diesem Moment unbedingt. Dann drückt ihr bitte Bedarf. Hier unten diese Münze, das heißt Gier. Das heißt, eigentlich könnt ihr das Ding nicht unbedingt gebrauchen, aber wäre halt nett, ihn zu verkaufen oder so ähnlich. Würde ich es mal so nennen. Hier daneben, das Lilane heißt Entzaubern. Das heißt, ihr würfelt darum, wie als hättet ihr Gier gedrückt, nur dass der Gegenstand danach noch entzaubert wird und ihr die Entzauberungsmaterialien, über die wir ja schon mal gesprochen haben, direkt in die Tasche bekommt. Ich glaube, das Entzaubern liegt gerade an mir, weil ich habe gerade eben noch Entzaubern fleißig oder Verzauberungskunst fleißig hochgeskillt. Und hier oben ist noch das rote X, das heißt, ihr passt auf die Beute, das heißt, ihr wollt weder noch in welcher Option auch immer es in der Tasche haben. Ich glaube, ich sollte mal würfeln. So, war das schon der Boss? Ja, der erste. Dazu sollte man sagen, Kommunikation immer ganz wichtig, ne? Genau. So wichtig, dass es nie einer tut. Das vergessen viele ja, dass man auch reden kann im Chat, also beziehungsweise schreiben. Aber ja, da können wir das zu den Vorteilen und Nachteilen vom Dungeon Browser oder halt die damalige normale Gruppensuche reden, ne? Ja, wann hast du dir das letzte Mal eine Fünfergruppe selbstständig gesucht? Kannst du dich noch dran erinnern? Also in WoW war es
Ich glaube, zu Lichtking-Zeiten, also vor der Eiskunst-Zitadelle war das ungefähr. Also bevor der Dungeon Bowser sozusagen veröffentlicht wurde, denke ich Ja, mal. da habe ich dann. Also ich kann mich erinnern, ich bin Anfang Kataklysmen noch mit Gildenor gegangen, weil die Heroes da noch so kackenschwer waren. Da habe ich komplett zwar den Dungeon Bowser genutzt, aber halt mit Fünfergruppen, ne? Ja, stimmt. Da haben wir, ja, genau, da hat man sich noch Gruppen gesucht und dann hat man die angemeldet halt wegen dem Beutel oder was, von den Marken hat man da bekommen, ne? So eine Ja, aber dieses Pappmarke. manuelle Gruppe suchen, hinreiten, ich glaube, das möchte echt keiner mehr machen, oder? Nee, das kann man bei Raids machen, ne? Oder muss man bei fast allen? Muss man nicht mehr, ne? Ja. Ich kann mich echt noch erinnern, irgendwie so, wenn man so einen kleinen Char hier hochgespielt hat, irgendwie als Allianzer war es besonders eklig, wenn man dann so irgendwann Kloster geritten ist, ne? Ohne Mount. Geritten ohne Mount ist auch schön. Ja, na gut, die Zeiten Sind habe definitiv ich. vorbei. Ja, und das ist auch schon ganz, eh schon ewig her. Wie lange ist es jetzt schon her? Zwei Jahre schon jetzt oder so? Ja, bestimmt. Also, Also es hat sich auf jeden Fall gut. es ist auf jeden Fall gemütlicher geworden, ne? Sagen wir Auf es jeden mal so. Fall. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Dafür hat man natürlich den Nachteil, dass man die Leute, mit denen man hier so eine Instanz macht, meistens einfach nicht kennt. Und auch wahrscheinlich nie wieder sieht, und das ist der Nachteil daran. Ja. Also, ich glaube, meine meisten WoW-Freundschaften habe ich einfach früher über diese Gruppensuche gefunden. Ja, das war halt ganz witzig, weil da hat man halt, war man halt mehr, also länger auch an die Leute gebunden und dadurch hat man halt mit dem mehr Zeit verbracht und wenn man mal gestorben ist, alle, dann verlässt nicht gleich einer die Gruppe, so wie es hier leider oft der Fall ist. Richtig. Da ist man halt gestorben, alles zusammen reingerannt, gesagt, was falsch war und dann ging es halt weiter. Das ist leider hier nicht so, was jetzt schade ist, aber nicht so schlimm, weil ja gleich wieder ein neuer nachkommt. Ja, in den meisten Fällen. Sagen wir es mal so. Aber man weiß halt A, nie, wie spielen die Leute oder wie kommunizieren die Leute. Und halt auch nie so ganz, ja. Also allgemein ist das Reden, glaube ich, dadurch, oder das Schreiben im Chat dadurch ganz schön gestorben, ausgestorben. Aber das ist nur meine subjektive Einschätzung, sage ich mal. Also ich bin auch so gespaltener Meinung. Also ich finde das Ding an sich von der Idee her super, nur wie halt die Leute das teilweise benutzen, ist es ein bisschen schade halt, dass sie es, Ja. ich sag mal, ausnutzen teilweise, ne? Das ist blöd. So, mein absoluter optischer Lieblingsboss. Ja, die Prinzessin, ne? Die ist super. Die Die ist ganz Prinzessin. schick. So anmutig. Jo. Vielleicht können wir dazu sagen, dass die Bosse in den Instanzen auch stärker sind und auch Fähigkeiten haben, so gesehen, ne? Ja, aber in den, sag ich mal, niedrigstufigen Bereichen fällt es meistens noch nicht so ganz auf, ne? Also. Ne, hier ein bisschen, weil hier stößt du einen zurück Ja, und genau. betäubt den. Ich stehe halt nur weit genug weg, deswegen irgendwie da Ja, das. dann renn mal ran. Mach mal Mili-Eule. Genau, mach mal Mili. Bin halt eine schlagkräftige Eule, meinst du, oder wie? Genau. Hat er genug Kampfgewicht? Definitiv. Obwohl ich, das ist wieder der Vorteil der Allianz, ne? Die ganzen Tauren-Ruinen früher, was es ja nur gab, die waren immer Ja, so groß und dick. Ich glaube, ich mache hier gerade nur Rotze. Also ich glaube, jeder Druide, der mir gerade hier beim Spielen zuguckt, schlägt sich gerade beide Hände über dem Kopf zusammen. jetzt hat er uns. Ja, dafür habe ich jetzt auch 179% Genau, weil der Tank jetzt weggeschickt wurde vom Boss quasi. Er hatte mich sogenannt gefiert, also Genau. Furcht eingeflößt und dadurch bin ich weggerannt. Aber jetzt müsstest du sie eigentlich wieder. Oh, Ja, nee, ich hab's so. ja. Ich kann dich auch. Super. Bam. Und in dem Sinne haben wir auch gerade unsere Instanzquest abgeschlossen. Wo es dann auch nochmal ein bisschen höherwertigere Ausrüstung gibt. Da sollte man Genau. übrigens doch ein bisschen zumindest mal nachfragen, wenn man es nicht weiß, was denn für einen persönlich jetzt geeignet ist. Ich bin ja zum Beispiel hier als Eule Caster, das heißt, ich lege besonderen Wert zum Beispiel auf Intelligenz, ne? So, du als Tank gehe ich mal davon aus, dass du besonderen Wert auf Ausdauer legst.
Ausdauer und später dann halt auch Blockwertung und sowas, Aber je die nachdem. genauere Aufteilung werde ich, glaube ich, dann schriftlich nochmal festhalten, weil das macht jetzt wenig Sinn, wenn wir das hier irgendwie nochmal Ja. langatmig durchkauen. Und jetzt zum Beispiel, also ist nicht bei allen Instanzen, aber bei der zum Beispiel, ist das so, dass wenn man den Endboss, also die dicke Prinzessin gerade, wenn man die besiegt hat, kann man trotzdem noch weitermachen im Prinzip. Zum Beispiel noch Zusatzbosse besiegen. Das haben wir jetzt hier vor. Das ist so ein großes Krokodil. Genau. Da kann man sich halt dann nochmal zusätzlichen Also meistens ist es so, Loot. dass irgendein Boss dafür angelegt ist, dass es da zu Ende ist sozusagen, aber viele Gruppen natürlich aufgrund der Erfahrung, die da noch im Haus steht oder die Ausrüstung dann doch verlockend ist, Zusatzbosse zu machen. Das legt sich aber bei Erreichen des Maximallevels, habe ich festgestellt. Ist aber auch wieder nur eine subjektive Einschätzung des Ganzen. Oder hast du in zum Beispiel, welche Instanz fällt mir da jetzt spontan ein? Hallen des Ursprungs, zuletzt alle sieben Bosse gemacht? Das ist das mit der Frau, ne? Das ist das mit der Frau, ist auch gut. Ne? Ist das mit den vier Bossen oben und den. Hallen des Ursprungs. Ach so, das. Ja, nee, stimmt. Jetzt, nee, ich habe gerade mit der Lichtking-Dings Nee. Instanz. Ja, stimmt, mit dem, wo man das Skelett machen kann da, Ja. ne? Diesen Oder wo man Marga. oben halt auch nicht alle vier machen muss, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Da macht man dann halt geradeaus diesen Feuerboss und dann war's das. Aber es findet nicht immer manchmal ein paar Gruppen, die dann doch mal alle Bosse machen. Ne? Ja, aber manchmal hat man dann selber keinen Bock drauf, ne? Also im NHC, also nicht heroischen Modus, macht man oft alle, aber dann im heroischen Modus, wo es dann nur noch um diese Marken und so geht, da machen dann halt meistens nur den Endboss und das war's. Richtig. Also, fragt nicht nach, manchmal findet man nette Gruppen, so viel wieder zum Thema Kommunikation. Und wenn nicht, dann halt beim nächsten Mal, sozusagen. So. Genau. Das bringt mir jetzt hier irgendwie auch vom Loot her herzlich wenig, aber es liegt einfach daran, dass ich Levelsachen anhabe. Ach so, ich sehe ich nicht. Ich mache das ordentlich hier. Ich. Naja, ich hab's bis vor dem halben Level auch ohne geschafft. Gut, bei dir sieht man es ja gar nicht. Nee, aber jetzt vielleicht. Ja, genau, jetzt darf man sich noch. Wobei die Gruppe jetzt sehr gesprächig war, muss ich sagen. Also nicht schlecht. Ja, mit dem war's das jetzt oder was meinst du? Generell, also die waren jetzt nicht ganz so, okay, tschüss, und raus waren sie, Bleibst du sondern noch kurz hier zum Quatschen, weil sonst sehe ich dich wieder nicht, weil du auf einem anderen Server bist. natürlich, ich bleib hier. Ich kann zwar nicht auf dem Wasser laufen wie du, aber ich bleib hier. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ach so, ich habe von dem Schamanen Wasserwandeln Ja. gekriegt. Das macht Sinn. Naja. So, was denkst du so insgesamt? Instanzen, cool. Ach, habe ich dich schon gefragt, glaube ich. Egal. Ja, im Prinzip spiele ich WoW wegen Instanzen und wegen halt Schlachtzügen, ne? Also PvP könnte man auch machen, aber Na, darum ich kümmere spiele ich eigentlich mich ja mal in generell. der nächsten Folge, denn um PvP. Genau. Aber so generell, meinst du, das war jetzt ein guter Schritt von Blizzard, dieses Dungeon Browser Ding, was wir gerade gemacht haben? Das ist fies. Ich Ich sag weiß. mal, das war eine gute Idee, ja. Ja. Das Grundprinzip ist super, aber die Umsetzung hätte man ein bisschen anders machen können. Also beispielsweise hätte man es nicht unbedingt serverübergreifend machen brauchen, weil so könnte man dann immer noch mit den Leuten auf dem Server spielen, ohne jetzt den Handel-Channel weiter zu belasten. Ja. Und ja, dann wäre es eigentlich das größte Problem schon weg. Aber an sich ist es eigentlich eine super Sache. Also ich möchte nicht mehr ohne, sagen wir es mal so. Ja, naja, auf jeden Fall. Die Anreise ist um einiges bequemer, ne? Also nimmt einem viel Zeit ab. Was ich so ein bisschen problematisch finde an dem ganzen Ding, ist natürlich zum einen das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Leute einfach ohne was zu sagen grundlos einfach mal zwischendurch gehen. Und gerade wenn es natürlich irgendwie ein Heiler oder ein Tank ist, das durchaus die Gruppe aufhalten kann. Ne? Ja, das dauert dann halt, also auf den Tank warten dauert am längsten, danach kommen die Heiler und die Idee ist dann eigentlich immer Sofort wieder da. sofort wieder Ja. da, ja. Und Also neue Idee ist. was mich auch so ein bisschen stört, nicht, aber es fällt halt auch negativ auf, ist halt das Bedarfwürfeln auf Gegenstände, die andere vielleicht irgendwie eigentlich nicht bräuchten, ne? Ja, aber ich glaube, da haben sie schon ein bisschen entgegengewirkt. Zum Beispiel mit den, also es gibt ja verschiedene Rüstungsarten, hier Stoff, Leder und so weiter. Und
Zum Beispiel kann ein Magier nicht mehr auf Plattenrüstung Bedarf würfeln. Ja. Das ist so. Das hebelt das Ganze natürlich nur aus bei so Sachen wie Schmuckstücken und Ringen und so, was ja dann wieder alle Genau. tragen können. Das ist ein bisschen schade, aber naja, was soll man machen, ne? Es gibt überall, wo Licht ist, ist auch Schatten, sagt man ja so schön. Ja, man kann ja. Ach so, mit der ID könnt ihr uns vielleicht noch erzählen, dass man spezifische Dungeons nur einmal am Tag machen kann? Ja, im heroischen Modus, ne? Also Nee, auch hier, nee, oder? im non-heroischen Modus gibt es Nee. keine ID. Oh, ach, stimmt. Dazu kurz die Anmerkung, ID heißt einfach nur, dass man darauf dann sozusagen eine Zeitbeschränkung hat, dass man diese Instanz so und so lange nicht mehr besuchen kann. Für heroische Instanzen, die man aber tatsächlich erst mit Level 70, 80 und 85 besuchen kann, gilt das noch, wenn man sie halt speziell besucht. Und diese ID startet, sobald der erste Boss in dieser Instanz getötet wurde. Genau. Für alle non-heroischen Instanzen, also und auch niedrigstufigen Instanzen gilt das nicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit dir noch achtmal heute Marauden gehen, ohne dass wir uns dafür anmelden, sondern einfach so reinlatschen. Habe ich auch wieder was gelernt. Tja, Ich muss dafür öfter bin ich da. trinken. Ich habe Siehst du, sogar ich spiele seit 3 Jahren und habe auch noch was gelernt, siehst du. ja in letzten oder vorletzten Folge habe ich doch erklärt, wie man die Tasten belegt ohne Addons, also einfach nur über das, was Blizzard einem so an die Hand gibt. Und da wurde sich auch ganz fleißig bedankt, das haben auch viele nicht gewusst. Ja, ich habe es auch erst vor kurzem mitbekommen, dadurch. Ja. Also, ne. Naja. Aber es gibt halt viele schöne Add-ons, die man benutzen kann. Ja, darauf Ne? komme ich ja irgendwann noch. Ich spiele jetzt für den Guide immer ohne. Deswegen wusste ich auch gerade vieles nicht, weil ich dann erstmal so ein bisschen verwirrt war, so, hä? Aber ich glaube, das beschäftigt mich so in Folge 8 oder 9. Ja, ich spiele auch ohne Add-ons fast bis Max Level und dann kann man die benutzen. Ja, naja. Naja. Soweit erstmal hierzu. Ich glaube, wir haben jetzt alles angesprochen, was ich ansprechen wollen lassen wollte. Oh Gott. Ich sollte damit aufhören, zu reden, ohne einen Plan zu haben. Gut, dann danke ich dir fürs Mitkommen. Das war auf jeden Fall Natürlich. mal spannender, als wenn ich hier gegen Wände rede, sage ich mal. Das ist ein ziemlich einsames Geschäft, diese Geizerstellung. Naja, im PvP kann ich dir wieder Gesellschaft leisten, mal sehen, ne? Ich freue mich. Ja. Dann bis in 14 Tagen. Alles klar, danke, ciao. Tschüss. Und auch von euch verabschiede ich mich an dieser Stelle. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal.